Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Da sehen wir, es geht weiter. So. Ich muss halt immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mal ein lustiges Bandgewürstel da oben sehe. Ja, das letzte Mal haben wir unsere Motoren fertiggestellt. Da haben wir hier unsere Rotoren und die Motoren hier zusammengebastelt mit den Spulen hier. Ich meine, es fallen da nicht sehr viel vom Band. Wir haben da momentan 27 Stück. Wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg, den Meilenstein für Ölaufbereitung zu machen. Da können wir eigentlich schon mal hergehen und zumindest mal die Drahtspulen reinpacken. Wie viel habe ich denn gerade? Ich mache mir hier kurz sortieren. Naja, nicht genügend. Kabel geht durch die Foundation. Schön und gut. So. Allerdings müssten wir, es reicht eigentlich nicht, da jetzt hier einmal hier Motoren hinzuklatschen und fertig. Nein, wir müssten jetzt eigentlich die ganze Sache noch forcieren, dass wir dann ein bisschen mehr Motoren bauen. Also zumindest noch eine zweite Fabrik dran stöpseln. Haben wir hier eigentlich alles eingesammelt? Ich gucke einfach noch mal. Da liegt kein Schrott mehr rum, ne? Da findet man immer interessante Teile, auch Teile, die man noch gar nicht erforscht hat, die man aber nicht dann dadurch erforschen kann, dass man sie hier eingesammelt hat, ne? So. Genau, hier oben haben wir nämlich das dann verteilt. Hier, da haben wir einen Teiler gebaut. Und da kommen jetzt die Drahtspulen. Dann gampfe ich mir hier mal ein paar Rollen. Warte mal, sortieren wieder. 1000, 2000, 2500 und 700 haben wir da noch übrig. 700, 7, ja, doch, passt. Oder nehme ich mir da. Aha, interessant. Der spart hier gar nichts mehr auf. Warum ist es so? Ich nehme mal noch eine Rolle mit. So, die Musik gerade ist so geil. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu leise ist, weil ja, ich habe jetzt gerade ziemlich leise gedreht. Aber ich glaube, hier ist ein Problem, dass das Band zu langsam ist, oder? Kann das sein? Ja, ich habe ja da schon mal lamentiert, dass man, wenn man da zwei zusammenführt, muss das abführende Band eigentlich besser sein und so weiter und so fort. Ich möchte es mal gerade updaten hier, weil sonst fühlt sich nämlich da die Halle gar nicht mehr richtig. So, jetzt müsste das eigentlich, ja. Nicht gerade jetzt hier überragend, aber trotzdem. Im Normalfall, jetzt lassen Sie mal kurz gucken. 45 pro Minute, ja. Glaubt, der nimmt jetzt hier ab. Weil das Band hier 60 kann. Und das andere Band hier, das müsste das Doppelte können. Naja, nee, Moment, ich wollte eigentlich gerade gucken nach dem Band. Ich vergesse jetzt immer wieder die Raten. 60, 120 ist Doppelte und das hier nicht Doppelte, aber noch ein bisschen mehr wie das Doppelte. Und wie baue ich das aus Stahl? Okay, Stahlträger. Habe ich Stahlträger? Nope. Egal, sonst hätte ich das Band gleich mal verbessern können noch. So, und hier muss eigentlich jetzt, wenn wir das eine hier verbessert haben, müssten wir das Band hier gleich auf 2, aber das ist schon 2, ne? Ist das schon 2? Ja. Und das ist normales Band, okay. Die Abführung in dem Fall ist okay, weil wenn ich das jetzt noch schneller machen würde hier, dann müsste das Band hier noch schneller sein. Das tut sich praktisch aufbauen aufeinander. So, was brauchen wir noch? Kabel, warte mal, Kabel, Kabel, Kabel. Willkommen im Kabelclub. Ja, Mann, ich muss immer an Pokémon denken in dem Fall hier. So. Wie viel Kabel habe ich gerade? Gar keine mehr oder was? Ne, 81. Wir brauchen 300 Kabel.
Na gut, das war's dann sowieso. Warte mal, können wir hier gerade noch. So, ich mache mir hier gerade den Stack noch voll. Ah, jetzt habe ich ihn falsch gezogen. Wenn du in der Luft die Leertaste drückst. Es müsste noch eine extra Taste geben für Fallschirmziehen. Das wäre richtig genial. Jetzt braucht er noch 50 solche Rämchen. Ich muss jetzt irgendwo mal. Naja, gut, ich nehme mal den Abgang über die Ressourcendinger her. Da kann man auch noch schöner bauen. Aber wenn ich da jetzt wieder anfange, schöner zu bauen, dann komme ich wirklich nicht an der Fabrik weiter. So, wo haben wir denn diese komischen Geräte? Ja, was mir auffällt, hier bei diesen Lagercontainern, da leuchtet die Lampe vorne. Aber bei den Eingangstüren nicht, ne? So, falsch. Richtig. Ich habe aber keinen Platz mehr, das heißt doch, wir stocken auf 50. Dann liefern wir erstmal ab und dann holen wir noch die Motoren. Das muss jetzt in den Hub rein. Das ist jetzt nämlich wieder hier. Das wird mit der Drohne nach oben geschickt. So, Configuration. Zack, zack und zack. Blub und zack, 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 zack. Und nochmal zack. So, Motoren habe ich gerade. Keine, ich habe aber Rotoren, die bringen mir aber so gar nichts. So, alles abgehakt, bis auf die Motoren. Und der braucht, er braucht Unable in Early Access. Also Stufe 7 und 8 ist tabu momentan. Ja, ich habe neulich nämlich bei einem Kollegen, der irgendwie offensichtlich schon viel weiter ist, wieder was gesehen, wo ich mir gedacht habe, hä? Und ja, das kriegen wir vielleicht später noch zu sehen. Ich möchte es jetzt nicht großartig spoilern. Vielleicht ein oder andere hat schon mal gesehen, irgendwo auch woanders da. Ja, es wird sehr interessant. Also ich fand es wirklich geil, dass es das jetzt gibt. Das hatte ich mir eigentlich sozusagen tatsächlich gewünscht. Ist ja nicht so, als hätte vielleicht jemand... Es wäre witzig ja, dass der Entwickler zum Beispiel oder vom Team halt jemand da das gesehen hätte bei mir oder wo ich gesagt habe, ja, ich wünsche mir das. Und dann, oh Leute, ich habe da was gehört, da der und der. Irgendwer hat halt gesagt, er wird sich das wünschen und mir integrieren das jetzt oder so. Das wäre eigentlich zu krass. Nee, da bin ich ein zu kleines Lämpel für. So, Start. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Neue scannbare Ressource. Caution, this is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Denkt dran, die Wahrscheinlichkeit des Ablaufens während... Hä? Wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden, die Nachricht. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, was damit gemeint war. So, was haben wir hier noch? Fabrikatoren, LKW und Computer. Ich glaube, das müssen wir zuerst erforschen. Dann wird es hier erweitert, Infrastruktur, der Brennstoffgenerator, der reizt mich natürlich auch. Aber da müssen wir erstmal Öl aufbauen. Der Jetpack, der reizt mich noch viel mehr. Da brauchen wir aber Computer und diese harten Kasten hier. Und die Gasmaske, wie gesagt, ich hoffe, die haben sie mittlerweile verbessert, weil die war nicht wirklich prickelnd bisher. So, was brauchen wir hier? Gummi. Da war noch was zum Scannen, das war Pilz. Da kriegst du ja einen Pilz, einen Fußpilz, einen richtig dicken. Na, ich glaube, wir machen mal den Stone, weil da haben wir im Moment die Materialien für. Die Drohne kommt in 10 Minuten und ja, 35 Sekunden zurück. So, also früher ging es, dass man die Waren schon vorher reinpacken konnte. Jetzt geht es natürlich nicht mehr. So, kann ich hier noch irgendwas bauen? Modularrahmen könnte ich hier noch bauen aus meinem... Statoren könnte ich gerade bauen, wenn ich wollte. Gummi wird aus Rohöl gemacht. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt Rohöl suchen. Aber ich würde gerne eigentlich in der Folge noch nicht nach dem, nach dem Öl suchen gehen, nach dem Rohöl. Ich würde eigentlich gern erstmal... Ah, hier hinten muss übrigens auch noch ein Treppenhaus hin.
Ich würde eigentlich gern erstmal hergehen und die Motorenproduktion noch ein bisschen verstärken. Wobei wir auch diese komischen Rahmenkonstruktionen da noch verstärken müssten. Weil wir da ja später die Heavy-Dinger da brauchen von. Und ich meine, dass die Heavy, dass die mit den kleinen Rahmen was zu tun haben. Ich nenne jetzt einfach mal diese simplen Rahmen mal so einfach und sowas hier. Kleine Rahmen. So, ich würde jetzt erstmal hergehen und würde hier nochmal so ein Teil hier bauen. Ich vergesse immer den Namen. Produktion. Ein Manufaktor. Der ist, glaube ich, verkehrt rum. Bitte einmal wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ne? Der benötigt modulare Rahmen. Ja, schön. Mal hier runter. Hui. Ja, so hoch möchte ich auch runterspringen können, ohne dass es mir weh tut. So, wo werden die Rähmchen eingelagert? Da. Da sehe ich einen. Du bist festgenommen. Stehen bleiben. So, ich hole mir wieder 50. Ah, das sind wirklich nicht viel da. Das ist fast schon lächerlich. Aber ja. So, jetzt hört er nach oben. Lalalalala. Ich würde mal gerne einen Aufzug für mich haben. Oder eine Beam-Plattform oder irgendwie was, wo man schneller da hochkommt. Weil man kann ja nicht überall Treppen hinbauen oder Leitern. Also wie gesagt, Leitern wären auch geil. Wenn man Leitern noch bauen könnte. Jetzt habe ich gerade gedacht, was ist denn das da draußen? Das ist die Blume da oder was auch immer das sein soll. Die sieht komisch aus. So, das sind wir wieder. Ja, wie gesagt, das Jetpack hätte ich gern, aber da brauche ich jetzt nicht groß drauf zusteuern, weil uns ja das Sprit dazu noch fehlt dann. So, so habe ich das eigentlich geplant. Und eventuell können wir hier noch eins hinbauen, aber da müsste ich mal aufpassen. Weil ich habe ja vor, hier eventuell noch das mit meinem Geländer da zu machen. Ob ich da noch eine Fabrik hinstellen kann. So eine übrigens grün und blau wieder. So, jetzt müssen wir. Ja, jetzt müssen wir hier wieder abteilen. Splitter. Ne, Förderband Fusionator ist falsch. Den da brauchen wir. Da bin ich mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher, wie und wo. Apropos, wenn wir das machen, haben wir ja gesagt, dann muss das Band hier verstärkt werden. Damit das dann auch den Gegebenheiten gewachsen ist. Was gewachsen? Wachs, Wachs, Wachs. So, ich brauche wieder hier so ein Förderband. Stapelbau. Ich weiß nicht. Oder sowas. Das soll hier einfach oben drüber. So, das wird praktisch wieder so ein bisschen fürs Auge gebaut. Allerdings, ja doch, das müsste ja, das passt. Übrigens, muss ich nur gucken, ob ich den Knick hier hinkriege. Und am liebsten das bitte auch noch. Und am liebsten hätte ich das gerne so, dass ich da hergehe und das hier so anschließen könnte. Und da muss ich erstmal, hier hochkommen. Hat eine ungültige Form. Jawohl.
Und da hat es nicht genug Freiraum. Beziehungsweise, ja, es ist einfach, wir brauchen den Anschluss noch, wenn wir noch eine dritte Fabrik davon bauen. Ja, oder ich muss halt einmal hier rum. Jetzt müsste ich wieder hier hoch. Beziehungsweise, warte mal. Das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Wir benutzen erstmal das einfache Band hier. Das schließe ich da an. Dann haben wir nämlich das gesichert hier. Und da kann ich das andere Band nämlich nach oben drüber legen. Deswegen habe ich extra diese Dinger genommen. Und das können wir beim anderen nämlich nicht. Bei diesen Pfosten da. Okay. Dann machen wir das. Hier kriegt man es nicht rum, da kriegen wir die Kurve nicht. Dann müssen wir hier hin. Dann geht es halt ein bisschen drunter durch und drüber weg. Wobei eigentlich theoretisch die Dinger flacher gewesen wären wie die Ratoren. Ja, das ist. Es wäre so ein Kompromiss, den ich leider jetzt hier eingehen muss. So, jetzt mal hier. Den hier. Ne, nicht Fusionator, das war die 7. So. Einigermaßen gerade, ja, so wie es ausschaut. Ja, und da tun wir halt jetzt den Kompromiss abnehmen, dass das hier durchläuft. Was normalerweise nicht gehen könnte, ne? Wenn wir jetzt ganz realitätsnah denken. So, und was habe ich gesagt? Ich guck mal, ob es reicht. Das war der erste Streich. Das wird nicht reichen. Zu teuer. Wir brauchen mehr von diesen. Naja, gut. Normalerweise müssen wir das komplett machen. Du machst mir bitte Motoren. So, und jetzt mache ich mal. Ja, das wird ja auch nicht gehen. Da muss ich wieder den. Ja, am liebsten mache ich halt gern, dass ich das Band gleich hier so mache. Weil ich habe schon oftmals das Problem gehabt, dass dann zwischendrin ein Stück Band nicht so war, wie ich es brauche. Ich weiß nicht, ob der eingerastet ist. Nee, ist er nicht. Der ist daneben. Das ist auch so ein bisschen eine Fuchtelei, die ich mir eben da gesehen habe. Naja, ohne Strom geht da nichts. Ich wundere mich gerade, warum da nichts rauskommt. Klar, wenn er keinen Saft hat, dann geht hier gar nichts. So, da haben wir noch einen frei. Also. Und dann müssen wir einen neuen Mast bauen. Jetzt will ich halt gern sehen, ob das Band funktioniert. Wobei man hier jetzt sagen muss, hier ist es nicht ganz so tragisch, weil die Sache doch recht langsam läuft. Na, was ich hätte auch machen können, na, das funktioniert nicht, weil das Ding hier ist. Wenn ich hier noch so ein Ding gebaut hätte und das müsste ich aber dann weiter vorbauen, dann könnte ich nämlich gerade anschließen. Dann müsste ich allerdings jetzt hier, wobei das vielleicht geschickter wäre. Aber eigentlich passt es hier noch besser hin. So, jetzt gucke ich mal, da kommt ein Motor.
Ja, es funktioniert. Also wenn da jetzt der eine nicht gekommen wäre, dann wäre da was falsch gewesen wieder da drin, dass es nicht connected ist. Aber nee, es funktioniert. So. Im Prinzip wird ja das Teil bloß da drauf gesteckt, wenn man so will, ne? Aber wie gesagt, ich habe schon beobachtet, wenn ich ab und zu die Bänder upgrade, dass da irgendwo ein Flaschenhals dann eingebaut ist, dass da nichts geht. So. So viel dazu. Jetzt weiß ich nur nicht, wie es ausschaut. Okay, ich sehe schon. Wir haben auch zu wenig Statoren. Der arbeitet einfach viel zu langsam. Und da habe ich gesagt, kann ich eventuell noch eins daneben drücken? Ich schaue mir das mal von oben an. Produktion. Manufaktor. Das wird nicht. Nee, es ist. Schade. Schade, das funktioniert nicht. Das ist so knapp, aber na gut. Höchstens nochmal aufstapeln, dass da oben drüber dann noch einmal. Das wäre eine Möglichkeit. Tja, aber. Der Spieler ist im Weg, ich glaube, ich hänge. Ja, so wird es gehen, versetzt. Aber das genau so platzieren. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich da noch eine Wand hing. Ich glaube, da geht keine Wand mehr hin. Wände. Oder? Nee. Da kann er keine Wand mehr setzen. Ja. Dann muss ich da eventuell noch ein bisschen da ein Fundament hinstecken. Oh Gott, das. Die Fabrik des Chaos. Na komm, dann machen wir das hier gleich so. Aber ja. So können wir es eigentlich anbieten. Und jetzt bauen wir dann wieder hier die Rohre. Dann tue ich gleich mal hier abzweigen. Splitter. Der magische Splitter im Finger. Da kommt der Band. So, das geht so nicht. Das wäre viel zu einfach. Da geht's wieder mal nicht. Aber wie gesagt, ich mag es eigentlich eh lieber, wenn Bänder da gern so eine Kurve machen, da so eine schöne Kurve. Ja, da ist es jetzt auch wieder so. Das geht fast ein bisschen zu arg. Die Rohre müssten eigentlich da vom Band fallen, ne? Gott sei Dank gibt es im Spiel nicht, dass das hier noch durch die Bänder durchklippen kann. So, und jetzt muss ich nämlich hier auch noch abzweigen. Das bedeutet, ich werde hier oben, denke ich, denn, oder? Die Sache ist nämlich die, wenn ich das jetzt hier mache und da hinten wieder was abführen, das, ich weiß nicht, ob das, wie das da wieder sich beeinflusst. Zumindest kann man den Splitter da schön hinbauen. Gleich lackieren. Ach ja, ich vergaß. Das geht so nicht.
So. Ja, ihr wisst ja eigentlich, was gehört. Jetzt müsst ihr das komplette Band hier schneller machen. Aber so viel Platten haben wir momentan nicht. Müssen wir mal mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. Wir wollen Stadttor noch. Dann brauchen wir jetzt hier wahrscheinlich einen neuen Masten. Ne, einen haben wir noch frei. Warte mal, wir machen folgendes. Ich baue mal einen neuen Masten noch hin. Dann haben wir nämlich noch mehr Kapazitäten frei. Dann nehme ich den Masten und hänge den hier an die Leitung. Ja, und irgendwann wird unser Strom ausfallen. Ja, wie ist die Belastung? Ja, da haben wir schon ordentlich. Oh. Ja, der Chart, der ist jetzt ordentlich wild geworden hier. So, und. Boah, der Rauch irritiert. So, dann machen wir gerade davor, machen wir jetzt hier den Merger, den Fusionator. In der Kurve geht's nicht. Nee. Warte mal, ich gehe mal hier auf das Ding hoch. Das kann doch nicht gehen so, oder? Das muss auf jeden Fall hier hin. Naja, da bin ich mal gespannt, wie ich das Band da dran fummeln kann. Da wird nichts mehr gehen, oder? Ha! Ein kleines Stückle geht hier, aber dann ist auch Ende im Gelände, dann hat es wieder keinen Freiraum. Also kann man das eine Ende praktisch vergessen. Ja, so ist es halt nun mal, ne? Ich habe irgendwie mal gesagt, ich baue ja nicht mehr so eng, ne? Tja. Er baut weiterhin eng. Denk dir gar nichts dabei, das ist nicht mehr so, wie es ist. Wenn das funktioniert, meinetwegen. Dann müsste der hier schneller sein. Ja, aber das haben wir auch nicht mehr. Wir sind zu teuer. Gut, da kommt es noch mehr von den Dingern hier. Ja gut, aber das Band müssen es schaffen, weil so viel kommen wir dahin nicht. Ja Leute, dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich heute am Ende angelangt der Folge. Das lasse ich mal vorläufig so als mögliche Option. Einer dritten Motorenfabrik. Der braucht 10 Stadttoren pro Minute, okay. Das können wir leider nicht, glaube ich, ganz abdecken, ne? Momentan nicht. Wobei, der hat zu viele Stadttoren momentan. Ich weiß es noch nicht. So, wie viele Motoren haben wir derweil? Das lässt sich schon gut sehen. Jetzt haben wir schon 150 Motoren. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr seht ihr beim nächsten Mal wieder. Müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Tschüss, sagt euer Niklas.